Frage beschäftigt sich mit dem Bereich Video- und Fotoaufnahmen. Einige Seminare arbeiten im Rahmen ihrer Ausbildungsveranstaltungen mit Unterrichtsmitschnitten. Dazu holen Sie eine Einverständniserklärung der Eltern ein. Frau Dufeu, welche Inhalte muss diese Einverständniserklärung enthalten? Ja, das ist nicht wenig. Nach der DSGVO benötigt so eine korrekte Einverständniserklärung einige Inhalte. Man spricht auch von einer informativen Einverständniserklärung. Das heißt, es muss einiges an Informationen mitgeliefert werden. Zum Beispiel Umfang und Zweck. Wichtig ist, dass man auch nochmal da reinschreibt, was ist denn Zweck dieser Aufnahme und der Umfang. Also wird es nur innerhalb des Seminars gezeigt, gibt es ein Tutorial, was bei YouTube am Ende erscheint, etc. Das ist sehr wichtig, das sollte man so genau wie möglich formulieren. Und dann oder darüber hinaus gibt es noch die Information, wie Sie mit diesen Daten umgehen. Wann wird es gelöscht? Wie lange wird es gespeichert? Wer hat noch Zugriff auf die Daten? Und letztendlich braucht man zum Schluss auch nochmal so einen Hinweis, wann ein Widerruf möglich ist oder dass eigentlich grundsätzlich ein Widerruf möglich ist und dass man auch ein Auskunftsrecht hat über die Verwendung oder die Erhebung der Daten. Von welchen Personen muss die Einverständniserklärung dann unterzeichnet sein? Das kommt darauf an, wer teilnimmt. Also wenn Schüler teilnehmen an dieser Aufnahme und die sind minderjährig, dann muss man natürlich auch die Eltern mit ins Boot holen. Also die Eltern müssen eben informiert werden und die müssen ihre Einverständniserklärung geben, die Schüler aber auch. Die sind ja auch letztendlich in der Lage zu beurteilen, möchten sie auf so einen Film oder nicht. Das heißt, auch die müssen gefragt werden. Darüber hinaus auch alle anderen Teilnehmer, ja, andere Anwärter vielleicht, Lehrer, die dort teilnehmen etc. Die müssen alle ihr Einverständnis geben. Gibt es jetzt einen juristischen Unterschied, ob ich nur Schülerinnen und Schüler, Anwärterinnen und Anwärter oder gleich das ganze Fachleiterkollegium aufzeichne? Ja, gibt es. Schüler und Schülerinnen, die sind ja nicht so ganz freiwillig da, ne? Also es besteht ja Schulpflicht und daher braucht man da nochmal ein Mehr an Informationen, beziehungsweise haben die nochmal ein Mehr an ein Recht zu erfahren, was mit den Filmen passiert. Die Anwärterinnen und die Anwärter, ja, die sind schon freiwilliger da, ne? Dennoch brauchen die natürlich auch diese Information. Und wenn aber also berufstätige Fachleiter oder ähnliches dabei sind, da kommt es dann immer so ein bisschen darauf an, habe ich hier eine Weisung des Dienstherrn oder ähnliches. Also das spielt ja auch eine Rolle, da muss man dann immer abwägen, inwieweit wird das jetzt hier angeordnet, inwieweit ist es freiwillig, darf das angeordnet werden und so weiter. Also es macht durchaus auch einen Unterschied, ob das Filmmaterial jetzt innerhalb des Studienseminars verwendet wird oder eben komplett öffentlich. Genau, das macht es. Richtig, das macht einen Unterschied. Das macht nicht so sehr einen Unterschied über diese schriftliche Einverständniserklärung, weil die ist nahezu gleich. Dennoch ist natürlich dann der Umfang ein anderer, wenn ich das nur intern verwende. Ist natürlich das was ganz anderes, als wenn das über irgendeinen Kanal über das Internet versendet wird. Dürfen Video- und vor allem auch Audioaufnahmen in der Schule erstellt werden? Jetzt als Beispiel, ein Lehramtsanwärter zeichnet sich mit einer Sprachmemo auf, um sein Lehrerverhalten in seiner Sprache zu überprüfen. Ist das ebenfalls möglich ohne Einverständniserklärung oder sollte man auch da sich von den Eltern eine Abtretung unterschreiben lassen, obwohl es sich ja nicht um das Recht am eigenen Bild handelt? Also in dem Moment, wo auch ein Schüler bei dieser Audioaufnahme auftaucht durch Stimme, ist das korrekt gesagt die Erhebung personenbezogener Daten. Auch die Stimme ist ein personenbezogenes Datum und ja, daher benötigt man auch dann eine Einverständniserklärung. Ein Fachleiter hat jetzt schon eine Sammlung von Unterrichtsmitschnitten, die er in seinem Seminar einsetzt, um eben ein positives Lehrerverhalten zu zeigen. Es liegen auch Einverständniserklärungen der beteiligten Personen vor. Hat sich jetzt aber im Laufe der Zeit noch etwas geändert mit der Datenschutzgrundverordnung 2019? Gibt es da etwas zu beachten? Ja. Grundsätzlich, also vorab, er wird es noch weiterhin verwenden können, sofern
er damals eine Einverständniserklärung erhalten hat. Die gilt auch bis heute fort, solange sie nicht widerrufen wird. Ich würde nur darauf achten, wie die formuliert wurde, inwiefern da auch das Ausmaß der Veröffentlichung und das Widerrufsrecht zum Beispiel mit enthalten ist. Ja, also darauf kommt es so ein bisschen an. Wobei man häufig auf die Personen ja nicht mehr zurückgreifen kann, die damals gefilmt wurden. Wenn man einen Zweifel hat, also man letztendlich müssen, sind Sie in der Beweispflicht, also oder Nachweispflicht. Wenn man einen Zweifel hat, ob man die Einverständniserklärung so noch verwenden kann, weil da Informationen fehlen zum Beispiel, würde ich erstmal schauen, ob ich den noch, denjenigen, den ich da abgebildet habe, irgendwie noch erreiche. Letztendlich, wissen Sie, gehen Sie dann in die Abwägung. Also wenn das ein exzellenter Film ist, der wirklich pädagogisch unglaublich sinnvoll ist, dann fällt vielleicht die Abwägung sogar dazu, dass man berechtigtes Interesse hat, diesen Film weiterhin zu zeigen, wenn er nicht unbedingt im Internet landet, sondern in diesem abgegrenzten Raum. Ja. Wenn das aber jemand ist, da ist die Frisur gerade irgendwie so ein bisschen blöd und er ist eh nicht so gut getroffen und so wichtig ist dieser Film nicht, dann würde ich im Zweifel davon absehen und es eben nicht mehr zeigen. Also man muss dann auch so ein bisschen so eine Abwägung treffen zwischen den Interessen, die man hat, die pädagogischen Interessen. Es macht ja Sinn, das anderen Anwärtern weiterzugeben, aber eben auch die Persönlichkeitsinteressen oder Interessen am Datenschutz des Einzelnen. Wir kommen nochmal zurück zum Bildrecht. Gelten die gleichen Regeln für eine Videoaufzeichnung wie für eine fotografische Ablichtung? Ja. Ganz kurz kann man das beantworten, das ist gleich. Natürlich ist das ein Mehr an Aufnahme, wenn ich ein Video habe, weil ich da meine Stimme habe, meine Gestik etc. Deswegen ist es letztendlich ein bisschen mehr, aber die Regeln sind die gleichen. Bleiben wir bei der Fotografie. Wenn ich als Lehrkraft mit meinen Schülern unterwegs bin und ein Erinnerungsfoto mit meinem privaten Handy schieße, wie verhält sich's da? Sie meinen, inwieweit kann ich das verwenden, den Schülern schicken? Was sollte ich beachten dabei? Das kommt drauf an. Also, das kommt drauf an, wo ich mich befinde. Befinde ich mich in der Öffentlichkeit, auf einem öffentlichen Platz, dann, und vielleicht sind noch nicht mal unbedingt die Schüler im Fokus, sondern der tolle Domplatz und da stehen die Schüler davor eventuell. Also dann ist das gar kein Problem, das darf man. Dann sind die Schüler sogenanntes Beiwerk, heißt es. Und der Fokus liegt eben auf der Situation. Wenn es aber wirklich nur die Klasse ist, die man so fotografiert, da habe ich eine Erhebung personenbezogener Daten. Und wenn ich das verwenden möchte, dann bedarf es einer Einwilligung der minderjährigen Schüler und deren Eltern. Sowas kann man sich wunderbar pauschal einholen am ersten Elternabend des Schuljahres zum Beispiel, also bei so wiederkehrenden Aufnahmen, wo klar ist, da werden immer Aufnahmen gemacht, kann man sowas pauschal sich einholen und dann haben sie damit auch kein Problem mehr. Wenn ich das jetzt am ersten Elternabend in der ersten Klasse erledigen würde und würde sagen, wir machen Weihnachtsfeiern oder dergleichen und da werden dann auch Fotografien angefertigt, die eventuell den anderen Schülern zugänglich gemacht werden oder Abzüge vielleicht auch verschenkt werden, wäre das in Ordnung? Das ist in Ordnung, genau. Es gibt so eine Regel, die besagt, pauschale Einverständniserklärungen sind in Ordnung, sofern sie so konkret wie möglich sind, wie Sie es formuliert haben, bei den Weihnachtsfeiern und bei sonstigen Veranstaltungen, bei den Projekttagen zum Beispiel. Also immer so wiederkehrende Situationen, wo Fotos anfallen, das ist in Ordnung. Das kann damit man nicht jedes Mal vor jedem Event anfangen muss, etwas einzusammeln. Jetzt kommt der ungünstigste Fall. Ich habe meine Klasse fotografiert mit meinem privaten Handy und jemand hat es gehackt und diese Fotos gelangen in Umlauf. Kann ich dafür verantwortlich gemacht werden? Und Sie hatten keine Einverständniserklärung? Doch, die habe ich, aber... Gut, Sie haben eine Einverständniserklärung und das Handy wurde jetzt gehackt. Könnte ich jetzt nochmal nachfragen, war das grob fahrlässig, haben Sie es liegen lassen, hat jemand über die Schulter geschaut, hätten Sie es mehr. Aber sagen wir mal, Sie sind wirklich unschuldig, Sie haben alles Erforderliche getan, da war ein PIN auf Ihrem Handy. Ja. Ne? Dann kann
Also Probleme werden Sie im Zweifel bekommen. Die Frage ist, hat das rechtliche Konsequenzen? Letztendlich muss man immer sagen, Sie sind, das ist ja ein Klassenausflug oder Klassenfahrt, Sie sind in Ausführung Ihrer Tätigkeit mit den Schülern unterwegs. Das heißt, Sie machen das im dienstlichen Bereich und dann haften Sie erstmal nicht. Dann haftet, ich sage es anders, der Verantwortliche, das ist dann Ihr Dienstherr. Wenn sich jetzt irgendjemand beschwert, weil diese Fotos in Umlauf gekommen sind, dann haftet zunächst oder ist erstmal Ansprechpartner der Dienstherr und der muss Sie freistellen von der Haftung. Außer, und deswegen habe ich eben so genau gefragt, außer Sie haben grob fahrlässig gehandelt, haben keinen PIN, haben den Schülern den PIN gegeben oder wie auch immer, ne? Oder sogar vorsätzlich, aber ist ja absurd, ne? Aber dann darf der Dienstherr im Innenverhältnis sich also diesen Anspruch weitergeben. Sie haben gerade gesagt, dass es in Ordnung wäre, am Anfang eines Schuljahres pauschal für pauschal anfallende Events eine Einverständniserklärung zu erheben. Würde es auch reichen, am Anfang der 5. Klasse für alles, was in den 9 Jahren des Gymnasiums passiert, einzuholen? Genau so ist es. Also, Sie brauchen das letztendlich nur einmal bei der Einschulung. Ja, wenn Sie in der Grundschule, wenn die Kinder eingeschult werden oder in der 5. Klasse dann die Kinder eingeschult werden, dann brauchen Sie das. Das begleitet Sie die gesamte Schulzeit und das liegt daran, dass es ja widerruflich ist. Ja, und daher braucht man das im Grunde nur ein einziges Mal einholen. Dankeschön.